Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil heute ist die Blende dran. Die Blende ist natürlich ein richtig großes Mittel, um einen Bildstil oder einen Bildlook zu erzeugen. Wem es interessiert, gerade für Anfänger, der sollte dranbleiben, wird spannend. Ja, heute ist die Blende dran. Wer das Video noch nicht gesehen hat von der Verschlusszeit, blende ich hier gerade mal ein, weil der sollte sich vielleicht erstmal das Video angucken, weil es ist systematisch, weil zuerst stellt man immer die Verschlusszeit ein, dann die Blende und dann den ISO. Die drei Sachen nehmen wir ran, heute ist die Blende dran und da legen wir auch direkt mal los. Was ist die Blende eigentlich überhaupt? Die Blende ist immer in dem Objektiv vorhanden. Starke oder teure Objektive, die haben manchmal eine Blende von 1.2, 1.4 und gehen dann Blende 22, manche auch sogar bis Blende 32, immer unterschiedlich. Umso teurer das Objektiv, umso lichtstärker ist es. Das heißt immer, wenn ich hier eine Anfangsblende habe von 1.4, 1.2, dann sind die auch richtig teuer, die Objektive. Das ist meistens bei Canon immer die L-Objektive, was früher war. Heutzutage bei Sony sind es die G-Master-Objektive. Da müsst ihr mal gucken. Die sind nicht preiswert, aber die sind da echt stark, gerade in schwachen Lichtsituationen kommen die dann richtig gut rüber und da hat man natürlich richtig viel Licht noch, das auf den Sensor fällt. Es ist so, wenn wir hier von der Blende 1.2, 1.4 sprechen, dann haben wir hier so einen riesengroßen Durchlass im Objektiv, wo wir natürlich sehr, sehr viel Licht im Sensor bekommen. Und das in ziemlich kurzer Zeit. Deswegen brauchen wir da meistens immer eine kurze Verschlusszeit. Sprechen wir von Blende 22, 32, dann haben wir nur noch so ein ganz, ganz kleines Loch. Wir haben viel, viel, viel mehr Tiefenschärfe im Bild. Aber wir brauchen auch eine viel, viel längere Verschlusszeit, weil das Licht braucht eine ganze Weile, bis er den Sensor ordentlich belichtet hat. Nur am Hinterkopf behalten, weil da kommen wir nachher später zu, wie wir das alles einstellen. Eine kleine Blende heißt eigentlich eine große Öffnung, eine große Blendöffnung. Ist so, da muss man so ein bisschen mal gucken, wenn man immer von einer kleinen Blende sprechen, ist es immer eine 1.2, 1.4. Ja? Wenn wir von einer großen Blende sprechen, ist es immer eine Blende 22, 16 auch, ist immer eine große Blende oder 32. Da sprechen wir dann von einer großen Blende. Das ist aber eine kleine Blendöffnung nur. Ja, das ist so ein bisschen durcheinander, ist aber nun mal so bei der Fotografie, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Das muss man sich so ein bisschen einprägen. Kleines Loch hat man viel, viel mehr Schärfentiefe. Und bei einem großen Durchlass hat man immer sehr viel Unschärfe im Bild. Wieder baut ein paar Sachen mal und wollen, wir sind hier schön im Park, Hintergrund ist vielleicht ein Schloss, man möchte das Schloss auch noch halbwegs scharf drauf haben oder zumindest das Schloss mal ordentlich erkennen. Ja, da muss man da schon ein bisschen größere Blende nehmen, vielleicht von 5.6, vielleicht eine Blende 8. Und wenn man natürlich alles scharf haben und sagt, hier das Schloss, das sieht so schön aus, das möchte ich natürlich auch noch scharf im Hintergrund haben, dann muss man natürlich schon auf eine Blende 16 gehen, Blende 22. Das kann auch sein, dass es eine Blende 32 werden muss. Das muss man so ein bisschen rausfinden. Da gibt es so verschiedene Formeln, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man sich mal im Internet schlau machen muss. Jetzt kommen wir aber mal dazu, mal uns die Sache anzugucken. Dabei habe ich hier so ein Püppchen hingestellt, hier auf der Seite. Ich schalte jetzt gerade mal um und dann sehen wir die Sache. Und zwar sollte es jetzt einfach mal meine Braut oder der Bräutigam sein. Ja, der steht jetzt hier vor dem weißen Hintergrund. Das ist so eine Styroporplatte und habe jetzt eine Blende von 2.8 eingestellt. Ich tue das jetzt mal anfokussieren. Und wir sehen im Hintergrund, dass der Hintergrund schön unscharf ist. Wenn ich jetzt mal rüber gehe, wir sagen mal hier, wir gucken jetzt mal, ich muss mal hier irgendwas, so, jetzt seht ihr, jetzt ist die Person oder das Püppchen unscharf, jetzt habe ich den Hintergrund anvisiert und gehe ich jetzt rüber zu der Puppe wieder, ist die Puppe wieder scharf. Ja, bei 2.8, wir haben jetzt hier einen Abstand von 50 cm zur Puppe und nochmal 50 cm zur Styroporwand. Das ist immer wirklich unterschiedlich. Da müsst ihr euch so ein bisschen oben im Internet mal schlau machen, weil die Abstände sind immer unterschiedlich. Da gibt es so einen DOF-Rechner, den kann man sich runterladen auf dem Handy. Kann ich euch auch noch demonstrieren. Und da kann man es einstellen, kann den Abstand eben eingeben und dann rechnet der Rechner eben aus und sagt hier, pass auf, wenn ihr hier zum Beispiel 2 Meter Abstand von einer Person habt, dann braucht ihr eine Blende so und so, weil ihr habt dann eine Schärfentiefe von 30 cm.
Das sind nachher aber Erfahrungswerte, da muss man auch viel ausprobieren, damit man auch weiß, wie sein Objektiv da ticken tut, weil jedes Objektiv auch so unterschiedlich. Ja, fotografiere ich jetzt mit der Blende 4, mit einer Brennweite von 24 cm, habe ich viel mehr Schärfentiefe drin, anstatt jetzt eine Blende oder eine Brennweite von 200 mm. Ja, da ist es bei einem 5 Meter Abstand, das sind es nur Zentimeter, ja, die da wirklich das Objektiv, die Person scharf abbildet. Da muss man wirklich gucken, was man da hat. Einstellen, wie gesagt, da gibt es so einen Rechner, die kann man sich im Internet runterziehen. Ich kann auch mal einen verlinken, unten in der Beschreibung, und da könnt ihr das euch einstellen, habt es immer dabei. Das muss man einfach mal ein bisschen Gefühl haben, irgendwann hat man es schon mal ein bisschen Gefühl und sagt, hier, ich brauche jetzt eine Blende so und so, um jetzt die Person oder das Objekt scharf zu stellen. So, das ist jetzt erstmal gar nicht so viel Hexenwerk. Eine Person, scharf, Hintergrund, unscharf, perfekt. Jetzt haben wir aber die Situation, gerade vielleicht beim Brautpaar-Shooting, dass man vielleicht die zweite Person auch noch scharf haben möchte. Ja, und jetzt kommt es an, ich stelle jetzt mal das zweite Püppchen dahin, stelle es jetzt einfach mal so 10, 15 cm weiter dahinter. Ich gehe mal weiter rüber ein Stück. So, jetzt machen wir mal noch mal ein Bild und dann gucken wir uns die Sachen mal da an, ob das auch noch reichen tut von der Blende. Wir haben jetzt immer hier dann eine Blende von 2,8. So, und jetzt gucken wir uns die Sachen mal im Bild mal an. Ich schalte um. Das ist das gemachte Bild und ihr seht schon, dass das hintere Püppchen schon unscharf ist. Und das jetzt bloß bei einer Blende von 2,8. Jetzt nehmen wir mal eine Blende. Ich schätze jetzt mal, ja, ich würde jetzt mal eine Blende von, wir gucken mal 5,6. Ja, ich kann das hier übrigens beim Fuji-Objektiv hier an den Objektiv verstellen. Bei Canon und Nikon User, Canon ist bei der spiegellosen Kamera auch schon dabei, das an den Objektivring zu machen. Ansonsten Nikon oder irgendwas, da müsst ihr natürlich alles über die Kamera einstellen. Ja, dann müsst ihr euch die Bedienungsanleitung durchlesen, wie man da die Blende verstellt. Aber es ist kein Hexenwerk. So, ich habe jetzt hier eine Blende von 5,6 eingestellt. Wir sehen es jetzt hier auch in der Ansicht. Der mittlere Wert, wo das F steht, 5,6. Wir machen jetzt mal ein Bild. Und dann gucken wir uns die Sache jetzt mal an. So, Bild. Ah, wir sehen schon, das Bild wird schon schärfer. Also die Person im Hintergrund ist nicht mehr so unscharf, wie es vorher war. Jetzt gehen wir nochmal weiter und sagen, komm, hier, wir machen mal eine Blende von 8. Mach mal ein Bild und wir gucken mal. Ah ja, jetzt sieht man schon, seht auch wirklich Einzelheiten. Also jetzt würde ich schon fast behaupten, dass es schon scharf ist. Wir gehen mal rüber und gucken mal. Das ist die erste Person. Ja, na gut, ja, doch, da können wir noch ein bisschen was machen. Ja, ihr seht, das ist die zweite Person hier hinten. Und das ist die erste Person. Da sieht man wirklich, dass es richtig scharf ist. Na gut, wir haben ja noch ein paar Blendstufen. Ja. Was jetzt aber zu beachten ist, ihr seht jetzt schon, ich jetzt hier mal durchdrücke, wir sind jetzt hier schon bei ISO 640. Und umso mehr wir jetzt hier hochgehen mit der Blende, gehen wir jetzt mal auf Blende 11 oder gehen wir mal gleich auf 16. Dann seht ihr hier schon, da haben wir schon einen ISO-Wert von 2500. Und da muss man eben ein bisschen den Mittelweg finden. Ja? Möchte man jetzt wirklich ein scharfes Bild haben den von den beiden, dann muss man eben die Gefahr eingehen, dass das Bild ein bisschen rauschen tut im ISO. Oder sagt man hier, wir gehen mit der Belichtungszeit ein bisschen runter, aber bei Personen ist es immer sehr, sehr schwierig. Hat man feste Objekte, da kann man ein Stativ nehmen und kann sagen, komm, wir belichten hier 30 Sekunden mal, wenn man irgendeinen festen Gegenstand hat, zum Beispiel wie ein Gebäude, wo sie nichts bewegt, und dann kann man hier schön die Blende aufmachen und kann hier schön ein scharfes Bild hinbekommen, von vorne bis hinten. Da muss man mal gucken, aber da kommen wir alle später zu. So, Blende 16, wir machen ein Bild, gucken uns die Sache mal wieder an. Ich gehe mal wieder auf den Modus, wo wir das alles ein bisschen näher sehen. Ja, nee, könnte noch ein Ticken, ne? Aber wir haben hier noch die Blende 22, die machen wir jetzt gerade mal. So, machen da noch mal ein Bild.
Ja, aber hier sehen wir es jetzt schon deutlich. Also die Person hier oben, so wo ich anfokussiert habe, scharf. Und die Person im Hintergrund ist auch scharf. Ja, ja, die ist auf jeden Fall scharf. Ja, was natürlich jetzt wir sehen, wir haben natürlich jetzt schon Rausch im Bild. Und wenn wir jetzt uns das Bild angucken, oder von ISO-Wert von 6400, das wird dann schon bei manchen Kameras schon kritisch. Wichtig ist doch, ja, will ich die Person beide scharf haben, dann muss ich das eingehen, dann muss ich das Risiko eingehen oder ich muss den Abstand zwischen den beiden Personen verringern und sagen, komm, dann steht die Person nur noch einen Meter oder zwei Meter hinten dran. Ja. Dann können wir auch auf eine Blende. So, jetzt mal, wir nehmen mal hier eine Blende 13. Gucken wir mal, hab den Abstand jetzt ein bisschen verringert. Mach jetzt ein Foto. Ja, und ihr seht, beide Personen sind scharf. Ja, da brauche ich gar nicht mehr ran zu zoomen. Das sehe ich jetzt schon vom Auge her. Die beiden Personen sind scharf. Dann muss man eben den Abstand verringern. Und so ist es auch beim Abstand von der Person zum Hintergrund. Ja, da muss man auch eben, umso mehr Abstand man hat, umso unscharf wird natürlich der Hintergrund. Umso dichter man das an den Hintergrund ranstellt, umso schärfer wird der Hintergrund. Ja. Wenn ich jetzt hier das verändern würde und sagen, hier, wir machen die ganze Sache hier mal dichter dran. Ja, dann habe ich jetzt hier den Abstand verringert zur Kamera. Nehme jetzt mal die vordere Person, stelle die scharf. Habe jetzt die Blende 13, wo beide Personen noch scharf waren. Drücke jetzt mal ab. Gucken wir uns das Bild mal an. Und wir sehen schon, es geht leicht ins Unschärfe. Ja. Wir treiben es mal ein bisschen auf der Spitze und sagen, komm, wir gehen noch ein bisschen dichter ran. Dass ich euch mal zeige, den Abstand von den beiden Personen oder von den beiden Püppchen ist jetzt gleich geblieben. Ich habe sie nur beide wieder dichter, ein bisschen dichter rangeholt. Und machen mal das Foto. Ja, und hier sieht man schon, ja, das wird schon unschärfer. Und das ist eben, was ich meine. Ihr müsst gucken, wie ihr da euch aufstellen tut, wie ihr die Kamera einstellen tut. Weil am ersten, was ich einstelle in der Kamera, ist erstmal die Verschlusszeit. Ja, ganz, ganz wichtig. Wer sich das Video noch nicht angeguckt hat, hier drüben, ich verlinke es nochmal, die sollte man zuerst einstellen, weil da entscheidet man erstmal, ob das Bild unscharf werden soll oder vielleicht, ob ein bisschen Bewegungsunschärfer drinnen sein soll, weil das ist erstmal das Allerwichtigste. Das stelle ich als erstes ein. Und dann stelle ich die Blende ein, ja, bei mir in der Kamera. Guck dann, komm, mit einem ISO-Wert, komm, der kommt ja schon ganz schön hoch, kann ich die Blende wieder ein bisschen verringern und kann sagen, ich gehe vielleicht anstatt von 5,6 auf 3,2. Das muss man wirklich gucken, aber guckt euch das wirklich an, guckt euch bei euren Kamera an, was ihr da einstellen möchtet, weil das wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, was passiert da in der Kamera und vor allen Dingen, wir wollen doch entscheiden, wie das Bild später aussehen tut, was für ein Bildlook wir die Kamera oder das Bild geben möchten, weil das ist doch absolut wichtig. Ich möchte doch nicht die Kamera selbst entscheiden lassen, weil wenn ich auf den Automatikmodus gehe, ja, dann stellt sie die Kamera, dann stellt die Kamera sie einfach in irgendeine Blende ein, die ich vielleicht gar nicht brauche, ja, oder die vielleicht völlig sinnlos ist, ja, weil die Kamera sieht nicht das Bild, die sieht einfach nur ein 50-prozentiges Grau und darauf stellt die Blende, die Verschlusszeit und den ISO ein. Wenn ihr das auf Automatik habt, wie die meisten Kamera oder wie die meisten das ja haben als Anfänger, ist es ja nicht verkehrt, aber wenn man einen speziellen Look haben möchte, dann sollte man auf jeden Fall den manuellen Modus nehmen und da bekommt ihr natürlich weitaus bessere Bilder hin, weil ihr selbst bestimmt, ja, was soll jetzt die Kamera machen, weil die Kamera hat da so viel Potenzial, das glaubt ihr gar nicht, man muss da bloß ein bisschen alles ausreizen können, ja, und wissen, was man da einstellen muss. Leute, ich glaube, ich habe euch jetzt damit ein bisschen weitergeholfen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, weil da kommt die nächste Folge, das ist der ISO. Und dann haben wir alle drei Sachen durch. Leute, es hat mich gefreut. Wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.